Wie alle Menschen gehören auch Anna und Beat einem bestimmten ererbten Blutgruppentyp an. Die Blutgruppe wird durch zwei Faktoren bestimmt: dem AB0-System und dem Rhesusfaktor. Zusammengefügt ergeben sie den bestimmten Blutgruppentyp. Jeder Mensch gehört einer der Blutgruppen A, B, AB oder 0 an. Dies wird bestimmt durch die Antigene A und B, die auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen vorhanden sind. Anna hat Blutgruppe A. Sie kommt in der Schweiz am häufigsten vor. Das ist nicht überall so, denn die Blutgruppen sind auf der Welt unterschiedlich verteilt. Beat hat Blutgruppe B. Sie ist in der Schweiz eher selten. In Zentralasien dagegen kommt fast ausschließlich die Blutgruppe B vor. Der Rhesusfaktor ist ebenfalls wichtig. Er wird von einem weiteren Antigen auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen bestimmt, dem Antigen D. Je nachdem, ob dieses Antigen vorhanden ist, hat man den Rhesusfaktor positiv oder negativ. In der Schweiz sind 85% der Bevölkerung rhesuspositiv. Und wie verhält sich das bei Anna? Bei ihr ist das Antigen D vorhanden. Sie gehört damit zum Blutgruppentyp A-positiv. Das ist wichtig, denn Blut ist nicht gleich Blut. Was der eine verträgt, kann für den anderen schädlich sein. Bei Bluttransfusionen müssen darum unbedingt die Blutgruppen von Spendern und Empfängern beachtet werden. Anna könnte zum Beispiel niemals ihr Blut für Beat spenden. Ihr Blut kann nur an Patienten mit den Blutgruppen A-positiv oder AB-positiv gespendet werden. Sollte sie selbst eine Bluttransfusion benötigen, müsste diese von einem Spender mit der Blutgruppe 0-negativ, 0-positiv, A-negativ oder A-positiv kommen. Auch Beat könnte Anna kein Blut spenden. Sein Blut ist nur für Empfänger mit den Blutgruppen B-negativ, B-positiv, AB-negativ oder AB-positiv geeignet. Selber könnte er eine Bluttransfusion nur von Spendern mit Blutgruppe B-negativ oder 0-negativ erhalten. Wegen der ungleichmäßigen Verteilung der Blutgruppen auf die Bevölkerung ist auch der Bedarf an bestimmten Blutgruppen unterschiedlich. Eine besonders wertvolle und seltene Blutgruppe ist 0-negativ. Dieses Blut wird von allen Blutgruppen vertragen und kann daher im Notfall sofort für alle Patienten eingesetzt werden. Menschen mit dieser Blutgruppe sind sogenannte Universalspender. Ihr Anteil in der Bevölkerung beträgt aber nur etwa 6%. Auf der Webseite der Blutspende SRK Schweiz ist ein immer aktueller Blutspendebarometer zu finden. Anna und Beat können dort jederzeit prüfen, wie der Vorrat des Blutes in ihrer Blutgruppe aussieht und können so ihre Spende dem Bedarf anpassen.